Pardon, so. So. Okay, du hast ein Bild. Und wie ich ein Schreibbild. Ein Schreibbild. Bild. Aber wir hatten es pixelisch. Tatsächlich, es funktioniert. Hallo. Wirklich? Wir sind auf Twitch und auf Kick gleichzeitig um. Wie hast du das gemacht? Das der Multistream funktioniert beim Streamlabs. Ich weiß nicht, ob es da tue ist bei OBS. Ich meine nicht. Stream. Nee, Plattform Twitch. Da muss ich dann das ein bisschen anders machen. Ich den heute aus dem Breitfenster machen. Den heute ist ein Stuhl. Und dann brauche ich ein Fenster für Twitch. Ja, gut, der wurde gesehen, ich nicht. Okay, so funktioniert das. So, dann habe ich die zwei Schatz gleichzeitig und. Ich meine, gezählt noch ein Bildschirm hier schon vorbei. Ich muss mal neu kaufen. Na, ich meine, du hast das nicht bei. Wahrscheinlich scheiß Reklam von Epic Motzen am Mainstream Hank. Kann ich Kick auch gar nicht auswählen auf der Plattform? Nee, du musst das noch gar nicht registriert. Auch nicht bei Streamlabs, du musst ihn auch als unbekannt Quelle umgehen und musst alles manuell raussetzen. Ich meine, das geht halt nicht. Das hat aber ich dem hier gesagt, ich bin gut, weil ich weiß nicht mehr weh. Jungen. Ja,
einfach. Du kannst bei deinem Wii Stream kannst streamen. Vielleicht sollte ich mir dieses Wandbild noch einmal ansehen. Das sieht nicht gut aus. Und Merl. Als OBS Studio luscher immer was anderes wie OBS? Ja. Du bist OBS, du bist Studio, du bist Twitch Studio, du bist Streamlabs, du bist dann noch Stream Elements und was bist du noch? Vlog oder ich weiß nicht, wie viel die je auch noch ist. Das sieht nicht gut aus. Mir einfach, ne? Oh Scheiße.
Genau. Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, jetzt geht's los. Leute, sie sind so dumm. Leute, sie sind so dumm. Nee, mir, du gehst doch nicht über Friedhof. Und da spielst du das selbst da aus. Und dann siehst du, oh, du kannst mit mir heimkommen. Und da fragst du dich, was mit heimkommen aus. Mehr. Ja.
Und wisst ihr, wo wir so am Morden gehen? Sollen wir auf Peterbusch gehen oder. Gehen wir am Morden den Samstag? An mäßige Stunde, das stimmt. Ja. Stimmt. Absolute Tech, Zeitverlust am Kopf. Nicht richtig, wir gehen auf Peterbusch. Das ist ein Pop-System. Was geht auch in der Stadt, wisst ihr, mit das mega scheiß für zu parken. Und die Schwätzen, meine ich, aus Prinzip praktisch nicht mehr Portugiesisch. Ja. Los, mal aus der Kaffee in der Drehschmiss. Nee, ich glaube, geht Portugiesisch. Ja, der Portugiesisch ist nun, das geht durch. Ruf dich mal und reserviere dich. Das auch der Kevin manchmal hat gesagt, dass der Picanha wäre auch besser zu Peterbusch wie an der Stadt. Den für Peterbusch den kann ich schon. Du willst es, dass ich für das. Ja. Balaschke war mal sonst ist du warst gut, nicht so viele Leute da. Also. Und den an der Stadt, den ist immer voll. Und plus mit der Fauer, denke ich, keine Ahnung. Oh ja, wenn ich da gehe, das vom Glossi, dann wird es wirklich gut nicht mehr. Nee, das ist in der Gegend vom M-Club. Ah, okay, und, beim Bouillon. Du packst noch viel Leute, weißt du, das über Portugies. Weißt du. Ja, die kommen ja nicht allein, die müssen immer mal zur ganzen Sippschaft kommen. Genau, die kommen zu 100. Also gut. Dann kommt der und holt es euch. Das tut ja wie ein altes Monster. Schlumme Schnitt. Wie sehr, sehr denn ist. Wow. So, ein schönes Schlag und Dreck. Schlecht abgerichtet, die Geste man nimmer den Strom un und aus und Wasser, gell? Ja. Die können immer ruhig Rechnung mit bezahlen, weil das dick teuer. Ja. Immer das un und aus und Wasser, putain. Ich glaube nicht wirklich um die Geschichten mit Geste. Und denke, also ich gucke wirklich, ich gucke, also schon eine Zeit lang wirklich den ganzen Tag lang so Video geguckt. Und verschiedene sind aber so realistisch, weißt du, wusste aber denkst, wie soll das gespielt sein? Boah, weißt du, so ein schwarz gestaltetes Gesicht oder so, da leben ich auch nicht mehr. Aber trotzdem hast du noch nie so am A-Winkel aufs Gesicht, wo du denkst, du stehst ab. Boah, es gibt eine Geschichte, die ist für mich wirklich unerklärlich, wo ich wirklich so ein, okay, das war ein bisschen lustig, aber kann auch nicht mehr ein Hirngespinst gewischt sein, das eben an meinem, das war als 8-Jähriger in meinem Zimmer. Mhm. Und ich hatte mal das Grußbett dran und ich hatte aber noch das Kleinbettchen, ich flog noch am Kleinbettchen und. Ich war eingestellt von meinem Papa auf dem Bett und ich schon auch mal mit ihm gespielt und alles. Und nächstes Mal so, ja, Papa, hör was wir haben an meiner Kummer und ich war gar nicht an der Kummer. Schwer, und du schwierst, dass du mit einem Geschwader gespielt hast, oder wie auch immer. Krass. Wobei ich so gemacht hätte, muss ein Hirngespinst gewesen sein in meinem Kopf. Na. Muss nicht sein. Ich hatte doch ein, ich war ich weiß nicht wenig, weil ich kann das nicht so. Ich weiß nicht, es ist noch wascht und dann nicht. Und ich habe gemeint, der Kevin wer wisst, der Kevin leid bei der dir. Ja. Und du musst da langs das Schaf gehen und da kannst du auf Menge sein, dann ist sie bei der Fenster. Und das ist mir an der Fenster, deswegen nicht viel Sput, ne? Da geht durch, für abzustehen. Und kleinen Tiere.
Und der Kevin könnte normalerweise nie auf mich sein, weißt du, außer er geht lo ein Hüldebs aus dem Tierrang oder sieht mir Adi. Und ich habe irgendwie auf Dauer geguckt und ich meine, ich war zwei Wochen am Uhr oder so. Und vier um mein Bett, also unser Bett, war eingestellt. Und ich habe zwar geguckt und ich so, Kevin, war das los? Ich habe gemeint, wie der Kevin. Ja. Und ich habe gestellt geguckt und ich so, ja, Kevin, war das da los? Und sie wollte gerade irgendwie im Keier bei meiner Seite gehen. Du hast es stehen geblieben. Hat mich auch geguckt. Ich habe nicht gesehen, wie es hier dunkel ist. Plus, unsere Brille. Und du hast so einen Trick gegangen und hat sich so, weißt du, so verschwommen. Sie hat sich abgelöst. Und ich dachte so, hä? Aber immer wenn ich so meine Hand rüber gemacht habe, Kevin lacht die ganze Zeit neben mir. Ich war gar nicht für ein Bett. Also ich schwöre noch bis heute, gell? Ich kann mir das nicht erklären. Und ich schwöre noch, du war eh für uns im Bett. Und das kein Angebrauch oder so, das hätte man ja matt gekriegt. Die wäre ja auch nicht einfach so an Luft abgelöst. Die wäre ja zu dir rausgegangen und hätte schon den Boden geholt. Boah, ich muss das halt nur am Stream noch reingucken. Ich habe mich so erschreckt. Jetzt gehe ich nachher einfach so um den Neck gejumpt kommen. Also ich war einfach nicht drauf hier. Und ich bin schon schrecklich scheiße in der Schnitte, aber ich zittere in einem kurz. Ja, zuckst so brutal zusammen. Ja. Scheiße. Ich schätze noch nie auf einem Spiel. Ob ein Achterbund oder so, ich bin nochmal direkt still. Oh Gott, ich geh nicht Achterbund, mir geht einfach nicht schlecht. Früher konnte ich auf alles gehen, mir mittlerweile. Ich geh mal nicht auf die Riesenrad, weil ich klammere mich so fast wie ich weiß einfach. Riesenrad muss aber sein. Ich habe nicht Höhenangst, weißt du. Ja, das ist natürlich scheiße. Da kann ich nicht mal auf den Nermax. Geh für niemand. Das ist mies, kein Mensch will immer machen, ja, Max, kein Mensch. Nimm mal lang. Nee, also ich war Pummel im Air Max und schon einmal meinen Schwung verloren. Ich störe den Schwung immer aus. Ja, ich war nicht so clever. Da konnte ich meinen Schwung sichern. Wie ich dich auch rasch öffnen. Gut. Rasch öffnen. Fand ich dich cool nun. Wen hat so ein fucking Pop bei sich am Raum? Lehre mir nicht den Donnerball. Ich hatte. In ganz Kantheit über Porzellanspuppen an meinem Zimmer, also hat mich nicht besser. Oh. Das ist schon ein Trauma von der Puppe. Furchtbar. Weil gleich mal, von mich jetzt dann von ihm bei mir am Zimmer trollert, nicht mehr Trillen abgelöst wird, dann haben die Anschläge reflektiert. Mm. Finde ich immer, ich gewundert nach Haut, um gesehen bei der Mauer zu leiden. Meine beste Freundin singt Boom, sie sammelt so Porzellanspuppen, ne? Das ist die Raum voll mit denen Dinger. Und ich habe panisch Angst für Puppen. Und Klonen. Und was selbst, ne, geht gar nicht. Ja. Auch ob der Vor war ein Gesang. Versammlung für Ilde Klon. Püter, schon nur gefallen mit Kreischen, gell? Weil die Klon aus mir Hand gegangen. Den hat er nicht verstanden. Oh, nee. Musst du schlagen. Ich hab mich verstanden. Mein Kollege sagt ihm, ich soll abhalten. Ich hatte wirklich panisch Angst. Aber nicht das. Ich weiß es nicht. Mir hat nicht Base gemeint.
muss ich hin? Ich hab den Fall. Oh mein Gott, du hast gerade deine Hand rausgeholt. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Pardon, der Typ mischt eiskalt, aber ich. Ich mischt den Tierrang ab. Weißt du, so ein so kleiner Tierrang an der Küche. Ja. Und du hast eh verbunden den Tierrang im Zug gemacht. Ich steck am Feiern. Ich war dir nicht auf die Hand gefasst. Wo ist die Hand, Lu, hier? Komm! Er ist zum Tierer. Mehr schwer, du konntest nicht mal herangehen, so klang aus den. Oh mein Gott. Ah, und das soll er einmal heute nämlich schlecht gesehen. Was soll er mal hier kommen? Schwer, sein Jung spielt beim Geist. Oh ne. Ich muss nur vorgucken. Ich hätte so über drüber geizen, ich sondere es. Ohne Scheiß, Papa, ohne Scheiß. Der Dosen Horrorfilm. Der Dosen Horrorfilm. Der Dose fucking Horrorfilm. Ich fang gleich immer kreischen. Du machst mir so eine Angst, ohne Witz. Ich kann doch mal lieber, wenn ich nichts gesagt habe, wisst ihr, wenn ich etwas gesagt habe. Ich hab die Platz. Ich geb mir nicht mehr hin. Oh mein Gott, mir geht's schlecht. Davon hab ich genug. Ist noch der Meinung, dass der Kevin in der Schei eine Wohnung abbesuchen. Weil, den Dingen sind, wir haben ja am Anfang zu Remisch gewohnt, ne? Ja. Kevin in der Schei. Und das wird Wohnung von seiner Baum. Also sein Baum ist nicht an der Wohnung gestorben, aber sie hat den Herzstillstand an der Wohnung und sie ist dann am, an der Ambulanz gestorben. Und ich bin der Meinung, dass sie noch da war, weil ich schon oft, also, Peter, das klingt mehr krank, aber ich schon an der Nacht oft gefühlt, wie wenn Apps mich gewirscht hat. Und, du hast dann noch Karim mit deinem Geschwad, mit deinem Medium, also mit dem Kevin, seinem Stehpack, den hast Voodoo. Und, den hat gesagt, sein Baum wäre noch da. Also, sein Baum konnte mich nicht tun, also, ich probiert mich Karim zu liquidieren. Okay. Und du hast mein Schwerpap dann irgendwie so eine Seance gemacht. Und ich habe mit diesem mit seiner Bogen schwarze für hier zu suchen, dass sie mir nicht so tun. An heuer du. Und ich konnte aber nicht da bleiben. Weil ich habe mir schickes Gefühl, dass ich es nämlich umbringen. Ja, ja, und du sind wir geplündert. Ja, und du, wie wir geplündert sind, haben wir den Bogen zwar nicht mitgeholt.
Mir schmecken mir Hunde mein Kommt mit geholt und ja, so nicht gut. Ich war hier schwanger für uns 10 Jahre. Ja. Und ich schon, also schon mit Krippen. Und ich schon weh oft, dass ich aus dem A-Winkel ein kleines Mädchen gesehen habe in der Wohnung. Ja. Und ich denke, dass das mein. Ich denke, ist noch nicht sicher. Ich kann einfach sehen, dass ich einen Knall holen und dass ich psychotisch Hölle frage. Ja. Flott Geschichte. Hast du mal noch nicht volljährig? Nee. Wie ist der Meinung, hat das Heu? Du bist am Moment Mann. So sein Nummer, weil ich denke, wenn ich sein Nummer so ein, kündet, mehr präzise. Und ich meine, mein Katz, also ein Katzenfiltrio, ne? Ja. Zwischen der, also der andere Welt und Äußer. Und desto mehr nur mein Katz bei mir aus und desto mehr mein Katz irgendwo aus, desto mehr mein Kind hat. Wirklich, dass mein Katz permanent im Gang bleibt, sind ich der Meinung, dass hat irgendwie du einen Block hast. Ich Gott leid, mein Name, ich hatte Schuss, mehr. Ja. Das Leid nehme ich im Moment für eine Menge dir. Das gefällt mir gar nicht. Ich schon so schon eine Zeit schon irgendwie gesehen. Gott sei Dank, alle meine Kleider, alle gut, ich wäre kopfkrank. Naja, das ist nicht so schön wie sonst, das ist Auto so wie ein, wie ein Verschwörungstheoretiker. Ja. Wie sie mich schlimm tun. Ich bin sowieso der Meinung, wenn ich wirklich schon einen Streamer gehen, darüber schwätzen, da wären sogar Leute, die gehen da. Bestimmt hier ähnliche Situationen zählen. Ja. Ich meine, es gibt viel mehr, wie das wird mir gesehen. Oh. Peter, Mann. Ich muss doch so bei verschiedenen Leuten, gell, wenn diese Schickstadt erfanden, was sie dort in dem Video machen. Ich gebe zwar nie meine Stufe so, also nein, weil es ist für so bekackte Video. Ich will Aufmerksamkeit, weil ich möchte. Also verschiedene Leute, die wirklich ganz gut, also nein. Das sind halt Leute, die mit den Kornfeldern sich ganz viel Arbeit gemacht haben. Ja, zäh. Komplett mal. Komplett mal. Ich bin so froh, dass es heute geregnet wird. Killt hat ein bisschen auf. Ganz lecker Raum, lauter Leichen. Ich weiß schon, was mich schon erwartet im nächsten Raum. Ja, gucken wir mal. Hüte dich, Kreatur, denn du stehst in Anwesenheit des allmächtigen Ferien. Wir sind die Töter des einzig wahren Königs. In meiner Gegenwart sollen alle zittern und niederknien. Aber du, was für eine merkwürdige, erbärmliche Kreatur du doch bist. Ich befürchte, dass du durch die falsche Tür gestolpert bist, kleine Maus. Und dennoch bin ich etwas neugierig. Was bist du?
Eine Art missratenes Ungeziefer. Diese Worte haben keine Bedeutung für mich. Mir halt doch den Mund. Was provozierst du das, Leon? Hast du einen Grund, hier zu sein? Oder soll ich dich einfach zur Unterhaltung zerquetschen? Ist das eine Drohung, kleine Maus? Ich sehe in deinen Augen, was du mit diesen Wesen vorhast. Und es gibt niemanden Mächtigeren als mich. Ach, aber es gibt jemanden, der an mich herankommt. Ein Schwindler, der mich plagt und meine Taten und Stärke für die Seinen ausgibt. Er nennt sich Phelan. Er sieht mich jetzt, wie auch ich ihn sehe. Und daher kann ich ihm nicht entgegentreten, nicht wie ich bin. Aber du musst kämpfen können, um so weit gekommen zu sein. Nicht wahr? Töte ihn, Maus. Töte Phelan. Und du verdienst dir meinen Respekt. Das ist nicht wenig wert. Nein, du Dummkopf! Ich bin Ferin der Mächtige, der wahre König der Feen. Er ist ein Schwindler und ich sorge für seine Vernichtung. Du findest ihn in den goldenen Hallen. Eine kitschige Imitation meines Rufes. So wie alles an ihm eine Imitation ist. Töte ihn. Dann wirst du großzügig belohnt. Geh jetzt, Maus. Und wie hast du dir deiner Meinung nach eine Audienz verdient? Ich gewähre sie. Aber nur um den Tod desjenigen ach, zu Leute, ey, alles, wenn du ins Schloss gucken gehst, gell, auf verschiedene Reihen sind zu. Dann lass es doch nicht für an den Raum ranzugehen. Das tut schon einen Grund. Soll es so enden? Gut. Ich bin es leid, mich mit Ungeziefer zu unterhalten. Ja, ne. Kannst so viel Futti machen, wenn du selbst ignorierst. Hast du Schwierigkeiten? Ungeziefer? Das bist du. Das wird immer schlimmer. Ja, so ist nach 10. Jo, ich. Das ist nur fair.
ich mal null der Kollege. Verschnull werde. Er lebt einfach fort, auch nicht sein Hund. Hol deinen Hund mit. Ich finde, ich gebe allgemein deren Schläfen und da ich rauskommen. Und jetzt sind noch drei Steck. Carmen gehst einfach so sturlos. Den Arm. Geht's weg. Ja, deshalb war der Schritt kein. Ich kann wirklich meinen Hund nicht zurücklassen. Eine Schande. Das ist nicht so. Ich wollte so ein Genüsschlag in der Gegend. Ein Stück in die Video, die uns
das vorbei. Okay, das passt in meinem Kopf überhaupt. Haut geht. Könntest du an Wallen, bist du? Ja, jo. Das kann ich für dich tun. Ich krieg dir auch kein Medikament, ich krieg just Schlafpillen. Ich hoffe, du hast einen guten Grund. Weil ich schlafe nämlich gut und ja, wenn ich Schlafpille kriege, ob das etwas bringt. Probieren. Ja, ich habe gestern geholt. Aber wir möchten mit. Wir schlafen nicht durch. Wir vielleicht, weißt du, weil du die erste, ich soll nur 3 Wochen holen. Okay. Warten wir mal auf. Weißt, wo du mich findest? Ich gehe jetzt kurz die Befehle rein. Ist egal, schon da. Yeah.
findest du die Station. Ja. Also gut, Fremdling. Die denke Waffen, die Bravos. Die Entscheidungen, die du da draußen fällst. Was willst du jetzt? Was gibt's? Was brauchst du? Ich bin hier, falls du etwas brauchst. Sieht aus, als könntest du etwas Schusstraining gebrauchen.
Wonach suchst du? Ja, das passt hervor. Denk dran, die Entscheidungen, die du da draußen fällst. Rehe sind schwer zu finden. Aber ein Reh kann mehr als 200. Die Situation war relativ schnell gelöst. Wie dann? Wo ist die Sauge, Mama, zu dem Kopf? Zieh ihn da, Papa. Okay. Ich habe ihn auch suchen, wenn wir kriegst. Ja. Knuff, halt das lo dran, ne? Knuff, ja. Nur Medikamente. Ja. Hey, rotzt sie mal raus. Hm. Das soll denn aber nicht. Also, Papa wird gefühlt, wenn man den ersten Ding sonst so. Ich bin es, Anomalie. Das hast du gut gemacht. Clementines Vertrauen ist wohl begründet. Zweimal infizierte die Fäulnis das System. Eindämmung war am effizientesten. Um die Unregelmäßigkeit für Untersuchungen aufzubewahren. Sie war hartnäckig. Wuchs über meine Sicht hinaus und verdarb den Kern. Dennoch wäre sie vielleicht noch eingedämmt worden, wenn der Zerstörer den Wächter dieses Reiches nicht eliminiert hätte. Tara, geh fort, du Das Labyrinth wurde schutzlos. Und meine Ressourcen wurden knapp. Mit dem Zerstörer als Verbindung breitete sich die Fäulnis unkontrolliert vom Kern in unzählige Reiche aus. Ich habe das Labyrinth gereinigt. Ich habe sie von Reich zu Reich ausgelöscht, um die Fäulnis einzufangen. Alle Bemühungen scheiterten. Das System war nicht mehr zu reparieren. Ich war zu spät. Jetzt hat sich eine Lösung offenbart. Nicht für mich. Für die Anomalie. Vielleicht war das der beabsichtigte Entwurf einer Absicherungsfalle meines eigenen Verderbens. Der Index. Und das hilft uns jetzt bitte, wie genau? Mit dem Index ergeben sich zwei neue Wahrscheinlichkeiten. Ah, das ist gut, oder? Naja, die erste Wahrscheinlichkeit ist, dass die Saat gewinnt. Also, vermutlich. Die Fäulnis ist überall, aber sie entstammt einer einzigen Quelle. Einem einzigen Reich.
Das Labyrinth birgt alle Tore und unendliche Möglichkeiten. Als sich die Fäulnis ausbreitete, wurde das Tor zu ihrem Reich verschlossen. Auch für mich. Aber mit dem Index kann ich ihre Verteidigung umgehen. Von hier besteht die Möglichkeit, die Fäulnis zu eliminieren. Das heißt, dass wir diese töten, richtig? Alle von ihnen dieses Mal. Für immer. Lange Reise, hm? Aber wir haben es fast geschafft. Sobald du das ausgeschaltet hast, was auf der anderen Seite wartet, wird die Station sicher sein. Alle werden sicher sein. Überall und für immer. Das ist dir aufgefallen, was? Ich war mir selbst nicht ganz sicher. Aber da du nun danach fragst, ist es bestätigt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich denke, es hat etwas mit mir zu tun. Allerdings ist das schon verrückt. Nichts, was ich je getan habe, hat den Wächter auf Reisum verändert. Vielleicht hat die Macht, die mir gegeben wurde, ihn sogar geschwächt. Aber ich weiß nicht, was es sonst sein könnte. Das ist gut. Ich war mir nicht sicher, ob er es verstehen würde. Ich verstehe es ja selbst kaum. Nein. Ich habe aber auch nicht nach ihm gesucht. Der alte Mann hat seine eigene Reise. Genau wie ich. Und hey, solltest du zur Station zurückkehren, dann sag Bo, sag allen, dass es mir gut geht. Sie müssen sich keine Sorgen um mich machen. Du schaffst das. Ich weiß, dass du es schaffen kannst. Die Leute schleichen sich immer dahin, ja? Und dann laufen sie fort. Das war ziemlich unlogisch. Ja. Sieht nicht gut aus. Da wirst du egal wie gesehen. Wieso? Ja. Nice. Du schleichst 10 Minuten lang dahin, weißt du, für das du nicht gesiegt bist. Weil du meinst, du hast irgendetwas Geheimnisvolles. Und da rennst du fort. Und dann gesagt, die Zähne sind sicher. Dumm. Ich habe gerade hier so botanische Garten. Und die hat einen Deal gemacht mit Avatar. Mega schön. Ja, weil ich von meinen Beschkriegen mich gerade in den Wald drehe. Und hier nach zu Singapur. So schön. Kein Platz mehr. Ich hab keinen Platz. Das ist so neidisch. Den Andi hast du zu Singapur. Und da gibt es so botanische Garten, gell?
Und zum Beispiel der größte Basketball, in der Basketball bereit. Wir sehen eine Teile mit einer Guck, da steht halt Crisp Hamster X, ne? Da wird hier bestimmt gefragt, wird X Hamster, ja. Oh, endlich vorbei. Nein, mit das für meinen Twitter-Account. Tischilo X. Guck schon, ich meine, wir sehen jetzt, Kevin. Alles X ist schon frei als Vorfärbe. Alles Gesicht, die Rechte, die Rechte. Die Rechte, die Rechte, hast du gefunden. Und dann hier für euch noch die ganze Ecke zusammen. Wer hier in der Schumme geguckt, den du uns auch plus oder mal fand. G550A. Lautere Flaschen. Und dann den MSI. Schau doch mal, Stühle. Wow, sind noch Leute, die fallen immer weg, die Stühle, bei den Stühle schützen. Du bist ja gestorben. Mir ist Leute, kann man immer noch ein Secret Labs oder ein Noble Shell. Sind noch die Best. Was ist noch ein Secret Lab? Also, du sitzt gut. Physisch. Knuff! Kein Kitzi! Kein Kitzi! Wir sind halt gerade aus dem A-Wankel. Und das soll aber nicht geben, ob der Park geht, Katze. Ob der Park gibt, Platte schon. Nicht ob den Teppich. Ja, also. Park geht ungern auch nicht mehr am liebsten dann im Teppich. Schreibe mir da nur schon rein. Ich hätte ganz gern irgendwas verwundert, wo kein Nobresigal im Arsch von der Welt. Mir andererseits ein Stück Angst, dass ich dabei die Wong Turn sehe geschrieben. Orkest, du wohnst irgendwo im Arsch von der Welt. Und da könnt ihr eine Fisch dich zugreifen. Mission nicht. Schnur die Leute, die verstehen, die ob ihre Fisch da dir telefonieren. Ich bin schon nett. Wieso? What the fuck? Oh, gib mal mal ein Fummeln. Außerdem muss ich noch mehr Proteinshake zu mir holen.
Wir werden niemals offen auf Fenster schlafen. Ich hätte auch drei Hünger, mega protegiert. Natürlich, ich habe jetzt satanistische Bücher gelesen. Ja. Und dein Geschäft schaffen und dann gibt die GIS permanent Sachen aufgeheuert. Dann muss ich halt alles putzen. Ganz so leid, wenn ihm das hier raumt, weil er zu knastisch ausgesehen hat.
den Debutektor 3 Rayon. Wenn du irgendwas viel gefunden hast, gesehen, ne? 3 fucking Rayon. Ja, lag mich am Arsch, dumm Kerl. Gott, chill, das ist immer die Dämonen, Mann. Das ist von Stänger rein. Hast du vorbei, ja?
Man glaubt irgendwie. Die Videos von amerikanischen Leuten sind immer raus an der Fenster. Guckst du den? Das sind Leute, gucken die im Stream permanent. Ja. Es sind immer ein Amerikaner, den an ein Video aus wie der raus an der Fenster. Immer. Hi, dem Joscherin.
Jetzt komm du. Tust du mich schlafen, ja. Ich wollte Stadt. Der Biest, wa? So, tu das doch normal, dass du dich schwatzt. Spann nicht. Weißt du, was die kritisch ist, dann ist was? Schokolade. Schokolade? Mal, das war ja so, gerade für kurzem so ein Video rausgekommen, wo all Land von der Welt gegen den Nähe gekämpft hat, für einen Preis zu gewinnen. Ja. Und Lützebusch war dabei. Oh, geil. Und wir sind in der Top 14 gekommen, ja. Oh, geil. Und ist so zum Kevin, das ist nicht normal, dass weder den Asocial noch so sehen, worüber schreibt. Ja, und haut das dann direkt auf vom Aldo Radio kommt. Sie finanzieren da alles, ne, Mr. Beast. Fluch, Irrsinn, alles. Waschen das auf all die Leute, die da waren. Okay, verdient durch der Teile. Also als Einzelperson, das sehen der größte YouTube-Kanal, den Gott. Ich will kein anderes Spiel dabei machen, ich will gerne die Welt reinentwickeln. Ich will jetzt mal direkt hoch und raus. Schon 100 Mal gesehen, der Video. I
Scheiße, Scheiße. Los. Es ist kein Platz mehr. Tasche ist voll. Was hält dann da immer auf? Das ist Bigfoot. Ja. Das sieht doch gut aus.
krasse Scheiße. Muss mein Glückstag sein. Nicht schlecht. Wirklich nicht schlecht. Ah, und vergiss mein Headset. Und Schorsch zu setzen. Kann das. Thank you.
Fall. Könnte Kavin nicht unter Stream und den Dingen und den Discord. Pampo Friede, bist du nicht am Discord loskommen? Nein. Oh. Ich guck das Video. Ich habe schon viele Sachen neu beigelegt bei Eva Apex. Ja? Ja. Also Martin Champ, du kannst ruhig dein Stab neu lösen. Wenigstens das. Ja, das ist kein Stress. Und was wir nie benutzt haben, sind so Sicherheits-Zip-Lines, wo du kannst einfach zählen, für mich schnell durch von der anderen Zone boss. Und du kannst verschiedene Waffen mit einem Schild kombinieren. Sei ja. Thank you.
Zuhören. Von Herrn Handhabung. Ja. Also Twitter ist zwar 10-mal mehr toxisch wie Instagram, Facebook und alles zusammen. Ja, das sowieso. Boah. So gebe ich den Speicher zu betonieren. Wieso der da? Und weil ihr meint, das wäre zum Speicher, aber ja, dann mal den Speicher zu nehme ich ab. Weil auch wenn ein Dose akquartiert wird, könnte es nicht mehr raus, ist und dann geht die Fraktur. Abseits, da könnte mir mein Boot dran. Mann, den habe ich auch schon 10-mal gesehen, der Video. Ja, bla 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 bla. Wir brauchen noch kein Haus. Nein, Haus ist viel Platz, wir können die Stunde. Egal, was. Immer das Problem nicht. Wir haben eine Etage, wir haben die Füße, wir haben die leeren Katze, wir haben so. Meine Tasche ist voll. Das ist doch flott von zu gehen, am Haus ist, da passt du nie allein.
Wo Kasper, hier war er ganz leif am Gest. Ich weiß nicht, ob Sorge so leif sie wie Kasper. Wie gehst du mal? Ich soll dich kaputt. Kaputt. Jesus Christ. No. Ich bin einfach die Ohren. Luftenschrote. Bin Kevin ausgestört. Ja, sag mal. Wie viel von ihnen geht schon jeder Teil? Stirb toll. Jetzt sind wir halt da nicht drin. Jo. Ich hab's gedacht, mir wäre schon Freude. Ja, ich bin auch komplett von da. Des Sterbens. Komm, den noch. Blitzen. Erwarte 49% des im Nahkampf verursachten Basisschaden auf Lebensraum. Das ist eigentlich mega geil. So, na, die Kima ist tot. Ängste. Wie gut ist nochmal? Vielleicht. Name Kim. Tja, dann hätte ich nicht sollten das machen, weil sie anscheinend auf vier geworfen gut. Wie weit möchte noch einfach Fotos am Akkord medischen? Ja, noch plus eine Story. Vielleicht hat eine Insta-Story gemacht oder eine Snapchat-Story, man, wie dumm. Oder hier geht's mal kein. Oh, wie dumm bist du? Ein Arbeitskollege ist ausgekündigt, weil ein Fußballmatch gucken gegangen war. Wenn sich aber krank gemeldet wird und die Kamera wurde gefilmt gehabt. Und, ah. Und der Direktor hat auf den Matchläufer auf Sky geguckt. Das ist natürlich sehr dumm, ne? Aber so viel Pech musst du haben an einem Stadion, wo fucking 90.000 Leute sind, oder geht gerade die Kamera auf dich geriecht. Und da sind gerade der Chef den Match guckt. Ja boah, dass der Chef der Match guckt, war klar. Sie hatte die nämlich die Kipp gehabt. Ah, okay, okay. Also die Chance, dass er nicht guckt, war klein. Okay, dann bist du da, Mann. Ich hab mich bei deiner Kabel oder so dahin. Mein Bau, du kannst nicht permanent auf die Kamera anpassen. Du kannst nicht davon ausgehen, dass irgendwie ja. Eine Kamera ab da bleibt. Das ist die wahnsinnig krank, Mann, und du gehst auf die Führer. Ja. Weißt du, das Risiko aber, dass der Chef da ist, ist oder das ähnlich gesagt, das Ding auf Firma aus. Das ist mega enorm. Groß. Also, vergiss es, das musst du nicht. Und du kannst doch die ganze Zeit beim Kopf rauftrüppeln. Du brauchst so an die Rand zu rennen, einfach kurz rumzugucken. Over and out. Du weißt, ich geh nicht mal den Delay aus. Wie fällt fort von hier, Kevin? Nicht mal die Kilometer. Und ich gehe nicht mal an den Delays ab CS sicher. Weil mein Chefin wohnt im Zahns. Ja. Geh dann.
es lässt nichts Gutes erahnen. Nee, das gefällt mir auch schon wohl. Oh je, du wärst doch mal Programm im Brustlob ein Stück. Ich weiß es doch schon. Natürlich gibt der Baum lieber, ich wusste. Schau mal, du musst auf deiner Trab sein und da lebt der da lebt, Gisch dir entgegen. Was sagst du so? Ich stehe, und ich hab bereits auf der Trab und ich stehe oben. Oh, wow, Kollege. Chill. So viel Freund, so wenig Ankündigung. Ich geb dem so den Fußstein. Gehst? Ja. Ich weiß nicht, du gehst den Fußstein. Ja, aber die laufen dich auf Trampen, so über hoch, weißt du, da laufen sie dir entgegen, ne? Und ich weiß nicht. Ich fällt falsch zusammen mit mir. Dann her, jetzt denke ich so. Dann mal wow, okay. Das war ein guter Move. Mama hat Surf, Wow, Jungen. Yes. Der Stück her, Gott sei Dank. Ich hab schon eine Stunde geflogen. Das passt nicht mehr. Meine Tasche ist voll. Ich hab die Frau Vitas gelaufen. Dem Moment der Fußstelle. Ich steh nervig, Mann. Jetzt nehmen wir oben, was der Mann im Bier auf dem Zell. Immer statt. Ich kann mal wieder auf meine Kamera. Ich steh nicht hier oben, ich kann mich nicht so. Ich kann den Kevin das nicht. Was? Das ist noch ein Gage, ne? Komm, bitte, stirb! Mann! Konzus! Thank you.
c'est quoi ça? C'est la porte qui s'ouvre. Allô? Ja, sorry, dass ich stehe, aber mit dem ist ja. Kannst du kurz noch am Büro, gell? Ja. Jo, kann ich machen. Okay, ich muss merken. Jo, bis gleich. Ciao. Okay.
Ich will mein Pop-Hörer so, wie geht ein Foto von mir posten, wenn ihr Pop-Hörer so, wie geht ein Foto von mir posten, wenn ihr Fuck? Und dann schreibt mir eine Happy Birthday. Tu mal mein Kopf in der Mitte. Ich wollte gerade so aus der Papa fucht. Boah, fick den Mann! Watch. Oh, au, au! Sam, du. Oh Gott, Papo. Ja. Hör mal, da darf du weißt, was ich gucken und du erfährst mich. Komm, nix gemacht, buh. Hallo. Yippie, du bist zurück. Gut, lass mal sehen, was du hast. Wo ich mein Numero und die Matrikulation, weil ich mir sage, was ich denke, schaffst du 2015 oder noch 3 Jahre, was ich die Nummer brauche, ich werde die Dunkel, ich merke sie aber. Ja, ich werde die Nummer brauchen dann. Aber der Chemise, was ein kleines Ziel, wo ich mein Numero und die Matrikulation, weil ich mir sage, was ich denke, schaffst du 2015 oder noch 3 Jahre, die Nummer brauche, ich werde. Hey, ich bin ein Ding jetzt.
Oh, so schade, das hat mich schon traumatisiert für ihr Leben.
Ahnung, wo den Ramsing Sachen all hier gelöst wird. Mach dich vom Acker, Fremdling. Ich hab zu tun. Was kann ich für dich tun? Pass da draußen gut auf dich auf. Ja? Ja, hast du den Dösischen geguckt, gell? Ja, das ist den Dösischen schon klasse, wo es der Alting vorbei ran dran ist. Von der Uni? Ne, dein CV und da alles, was du da dran hast. Hast du keinen anderen Dösischen geklasse? Da war, um Büro leid so schnell.
geht's. Du weißt, wo du mich findest. Alles klar, dann lass mal sehen. Mach dich vom Acker, Fremdling. Ich hab zu tun. Das ist doch mein Proteinmüll, Scheiße. Zum Glück ist das vorbei. Der Jungen.
haben wir schon drin. Das war übel. Ich hab schon aus Twitter nicht mehr doof für Scheiß zu schreiben. Ich träge jetzt eine dumme Meinung dran. Ja, das finde ich schon richtig gecheckt. So beefen sie schon gerade. Jeder drüber, Mann, weil den eh nicht okay ist. Vollkommen. Ja, du bist ja fertig gemacht. Das ist kein Twitter mehr, das Ex. Das ist Scheiß. Alle Taschen voll. Das ist Scheiß. Ja, alle Taschen voll. Passt nicht. Zu Beppo. Haben du Lust auf Apex? Was willst du? Apex. Ja, können wir machen. Ah, schau, mein PlayStation, Mutter. Warte, ich wieder was vorne. Thank you.
Das war's? Mir, ich rufe auf Apex.